Willkommen, willkommen aus Köln, wo wir auf der Gamescom sind mit dem brandneuen Alienware 13. Ich habe euch den 15 und 17er schon gezeigt, oder wenn ihr noch nicht die gesehen habt, schaut die euch auch nochmal in meinem YouTube-Channel an. Wobei sich beim Design hier übrigens gar nichts fast getan hat. Nur fast, denn wir haben ein paar neue Anschlüsse hier, beziehungsweise ein paar sind auch nicht mehr drauf. Gleich zeige ich euch dazu mehr. Weiterhin ansonsten immer noch schöne Designaspekte hier, die wir ändern können, was LED-Technik angeht. Die Farben, hier die drei Inhalte vorne, immer noch das gleiche Design mit dieser leichten Spitze vorne, wie wir es auch von Rennautos kennen. Und wenn wir auf diese Seite schauen, hat sich hier nicht viel getan, denn wir haben weiterhin Kopfhörer, Mikrofon, USB 3, Kensington und Stromanschluss, beziehungsweise natürlich Lautsprecher dürfen nicht fehlen. Aber wenn wir auf der anderen Seite kurz schauen, haben wir hier den brandneuen USB Type-C-Connector, also USB 3.1, nochmal USB 3.0 und Netzwerk. Und der ermöglicht uns dann 10 Gigabit zu übertragen und auch hier vor allem noch die Technologie drin, dass wir tatsächlich auch noch die Taktrate ein bisschen noch dynamisch ändern können, wie es uns Intel nur erlauben würde, denn da hat Alienware einfach eine schöne Software noch hier mit beigelegt. Der Graphics Amplifier auch weiter mit drin, wie ihr sehen könnt hier im Hintergrund, den kann man anschließen, falls euch hier die Grafikleistung nicht genügt, könnt ihr einfach nochmal viel mehr Grafikleistung auf eurem Desktop benutzen oder an eurem Schreibtisch, aber ihr könnt natürlich die Grafikleistung auch direkt hier verwenden, ihr braucht keinen externen Bildschirm, auch sehr wichtig zu wissen. HDMI ist geblieben, der DisplayPort würde euch jetzt vielleicht fehlen im Vergleich zum letzten Jahr, der ist dann hier entsprechend dran. Also wenn ihr hier das kauft oder einfach euch einen Anschlussadapter für den USB Type-C, könnt ihr das auch weiterhin benutzen. Aber ansonsten DisplayPort ist jetzt nicht mehr dran. Aber RAM und Festplatte kann man weiter hier unten, wie ihr sehen könnt, mit ein paar Schrauben einfach dann auch austauschen, wenn man so möchte. Und innen hier bei dem 13 Zoll Modell haben wir auch die Möglichkeit, ein Touch-Modell zu kaufen. Windows 10 ist sowieso bei allen drauf, 13, 15 und 17. Aber ansonsten hier auch mit Touch, bei den anderen nur matt und hier auch mit QHD optional als Auflösung, also nicht nur Full HD, wenn euch das nicht genug ist. Ansonsten, was mir hier gefällt bei Touch immer, ist, dass wir ein randloses Design haben, also hier wird der Staub nicht irgendwie drin bleiben und dann hat er Zeit ein bisschen doof aussehen. Immer noch wunderschöne Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, das Alienware-Logo, das gerade leuchtet. Ich könnte ihn jetzt anmachen, aber Software ist jetzt nicht ganz so spannend, denn das ist ja hauptsächlich hier nur ein Hardware-Upgrade von innen mit dem brandneuen Intel Skylake und natürlich anderen Inhalten, die euch dann selber konfigurieren könnt auf Alienware. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Am besten mit dem Link unten, den wir euch dann noch gegeben haben, wenn ihr hier unten in YouTube einfach schaut und schaut euch die neuen Modelle an, die sind auch ab sofort dann auch schon zum Vorbestellen verfügbar. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Mein Name ist Balazs Gál von der Gamescom 2015. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.